In ihren Atelierräumen spricht die Künstlerin anhand ausgewählter Werke über Inhalte und Techniken. Mit Goethe den Farbenkreis durchlaufen oder wenn Farben verrückt werden? Farben verrückt werden. Was war denn dein Anliegen, sich 2 Jahre lang mit Goethe zu befassen? Was hat dich da gedrängt? Immer mehr jetzt sogar, nach diesem 2-jährigen das Licht und die Farbe, was die miteinander zu tun haben. In dem Goethe-Museum habe ich Glasscherben auf das Dach, Glasdach gelegt, die dann ihre Farbreflexe auf den Fußboden bringen. Die Wirkung der Farben, das Durchdringen der Farben, dieses Wachsenlassen und dieses Eingreifen des Künstlers, das Gedankliche weiterführen. Das ist etwas, was ich bei meinen Radierungen mache, also dass ich ätze, dass ich das Zufällige, das Material, Kupferausflockung oder so gerne mit einbringe. Was sind denn bei solchem Bild hier? Gibt es natürlich Wiedererkennbares? Man denkt, das ist Landschaft oder mal auf diesem Bild, vielleicht sind es blaue Inseln. Aber es sind auf jeden Fall Dinge, die ich mir gefügig mache im Material, die danach die und die Anmutung bringen.